Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Might and Magic World of Xeen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, hier hinten haben wir einen Stöpsel, da können wir das ganze Wasser aus der Höhle lassen. Dadurch machen uns diese Fallen allerdings wieder Schaden. Ob sonst noch irgendwas hat, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass da, wo die Strudel sind, dass da vielleicht was liegt. Oder dass wir die Tresore, die wir haben, dass wir die dann öffnen können. Das will ich aber noch lassen und erstmal hier unten noch fertig erkunden. Ich habe auch mal geschaut nochmal, hier oben hatten wir keinen Dings, keinen Tresor oder sowas, nur diese vier Strudel, wo wir ausprobieren können. Wir müssen dann tatsächlich eine andere Ebene nochmal nehmen, um da hinzukommen. Um dann nochmal zu schauen, ob wir da, diese Truhen öffnen können. Ich bin mal echt gespannt. Nochmal Ausdauer. Also du hast jetzt Ausdauer schon relativ hoch. Ja, dich machen wir auch mal mit Ausdauer. Wobei mit 10, dann bist du auch schon ziemlich gut. Ja, das passt aber. So, was haben wir denn sonst noch? Ach, guck mal, da hatten wir so eine Truhe, habe ich gerade gesehen. Da können wir es dann ausprobieren, ob das funktioniert. Nochmal Edelstein, nochmal Ausdauer. Machen wir nochmal dich hier. Weil wie gesagt, du hast zwar eine recht hohe Rüstungsklasse von allen eigentlich schon, aber du kannst halt auch tatsächlich nur diese Schuppenrüstung tragen. Das heißt, früher oder später hast du je nachdem Probleme. Das heißt, du musst hohe Ausdauer haben, um hohe TP zu haben. Genau, und hier können wir es ausprobieren. Hier können wir nämlich... Oh. Ah, Hand gleitet durch. So. Und da drüben ist doch auch noch was. Schaut mal. Ist doch noch richtig gesehen. Ich glaube, da brauchen wir wieder den Teleportzauber. Okay, da haben wir auch noch mal eine Truhe. Alles klar. Ich glaube, dann sind wir fertig. Wir haben einen hohen Schlüssel gefunden. Wir haben viele, viele Stats uns erhöht. Wie viele Edelsteine haben wir jetzt noch? 245, okay. Und dann würde ich sagen, speichern und dann probieren wir mal aus, was passiert. Also da haben wir eine Truhe, da drüben haben wir eine Truhe. Da können wir es ausprobieren, ob das was bringt. Nochmal schnell speichern. Wenn es was bringt, müssen wir die anderen... Ich finde es so krass, dass das geht. So, Sprung. Ha. Okay, da kommen wir nicht drum herum. Ja, und diese Gegner sind auf jeden Fall neu. Sprich, wir haben das ganze Dungeon nochmal mit neuen Gegnern. So, jetzt probieren wir es mal aus. Wer will den öffnen? Tatsächlich. 5000 Gold und Zeug. Nett. Okay, es lohnt sich also. Es lohnt sich, den Stöpsel gezogen zu haben. Da drüben war auch nochmal einer. War der unten? Ja, der war unten. Gold und auch wieder viele Gegenstände. Ich hoffe, da sind einige schöne, tolle Gegenstände dabei. So, jetzt können wir auch noch schauen. Da, wo der Strudel war, passiert nichts. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall wieder so zurück. Okay, kommen wir irgendwie mit Teleportzauber rüber? Ja, ich glaube, Moment mal. Wenn wir hier... 1, 2, 3 Felder oder sagen wir mal 4 Felder. Dann kommen wir einfach hier rüber. Ja, und hier, da ist definitiv nichts. Nee, schade. Da, wo die Strudel sind, die sind einfach weg. So, jetzt müssen wir uns nochmal umschauen. Wo gab es denn hier nochmal
sowas wie... Da ging es nach oben, genau. Hier gab es doch bestimmt auch irgendwelche... Gab's keine. Ja, aber vielleicht werden wir wieder verletzt. Okay, also drei Felder nach Norden. Gab's hier noch irgendwelche Truhen? Ich weiß nämlich nicht mehr, wo die ganzen Truhen gewesen sind. Ja, glaube ich, langt einfach ein Sprung. Das heißt, hier war man eigentlich schon überall. Genau. Da war man. Jetzt fehlt noch der Süden. Da gab es doch auch irgendwo bestimmt. Ton. Keine Ton. Mist. Teleportzauber. Ich will nicht durch die Fallen laufen. Spruch hat versagt. Es sind nur zwei Felder, Mist. Aber da gab es noch einen Tresor. Ah, sehr schön. 10.000 Gold. Yay. So. Ja, dann ist das ja fertig. Dann können wir in die nächste Ebene nochmal gehen. Dann müssen wir hier nochmal schauen, ob wir hier irgendwo noch was finden. Von tun. Hier gibt's nichts. Schon krass, dass wir jetzt alles nochmal absuchen müssen. Mist. Ich habe nicht drauf geachtet. So. 1, 2, 3 Felder. Was? Da oben müssen wir noch mal schauen, ob da noch was drin war. Ich weiß es nicht mehr. Nee, ich glaube, da war nichts drin. Ich glaube, da oben war nichts drin. Also hier meine ich. Hier in dem Feld. Da war, glaube ich, nur ein Schädel drin. Hier war auch nirgends mehr was, wie es aussieht. Okay. Da war noch einer. Ja, das lohnt sich richtig. So. Das heißt, hier waren wir fertig. Dann springen wir 1, 2, 3 Felder wieder nach Norden. Da ging es runter, genau, da kam man ja her. Aber hier ging es wieder nach oben. Das ist jetzt Ebene 1, genau. Da müssen wir uns auch nochmal umschauen. Da gab es doch auch bestimmt irgendwo irgendwelche Tresore. Bin ich mir eigentlich relativ sicher. Da ging es raus, genau. Und da brauchen wir wieder einen Teleportzauber. Von 1, 2, 3, 4 Feldern auf jeden Fall. Da war nichts.
Hätte ich das geahnt, hätte ich mir das aufgeschrieben gehabt. Dummerweise habe ich das nicht. Da war nix, da war nix. Da war noch ein Tresor. 50.000. Yay. Aber ich glaube, das war's. Ja, genau. Das war's dann auch. Nein. Ich würde sagen, Leute, Signal und zurück. Und dann sind wir wieder hier. Sehr gut. Und da würde ich mal sagen, wir rasten. Rasten wir nochmal, dass es wieder Tag wird. So. Ebenholzstab. Oh, ein Ebenholzstab. Das hört sich gut für dich an. Viel, viel Zeug. Thermalkurzbogen. Aber, ein Leichenzerfetzer. Ja. Eine Platin-Schuppenrüstung, Bernsteinumhang. Ja, da könnten schöne Sachen dabei sein. Oh, und viele Sachen auch kaputt. Das sollte man auf erstes machen. Ja. Reparieren sollte man als erstes. Irgendwas hier kaputt? Nein, hier nichts kaputt. So, das war's. Geld können wir auch wieder lagern. So, lagern Gold. 65.000? 21.000. So lassen wir das. Edelsteine lasse ich nicht. Edelsteine lassen wir jetzt mal so, wie sie sind. Da haben wir jetzt wirklich viele, viele Edelsteine gebraucht. Na gut. Aber das passt schon. Das hat sich wirklich gelohnt. So, was wir jetzt noch haben, ist die nördliche Sphinx. Würde ich aber noch nicht reingehen. Und dieser Turm. Und wenn ich mich jetzt recht erinnere, auf der großen Karte war noch ein Turm im Norden in dieser Lava drin, aber das glaube ich nicht. Das müsste Drachenturm oder so hieß das. Aber wir haben hier im Süden, glaube ich, noch zwei Türme. Da müsste der Turm der hohen Magie. So hieß es doch, oder? Turm der hohen Magie. Turm der hohen Magie, genau. Müsste einer von den beiden wahrscheinlich sein. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in den Turm der hohen Magie rein. Ich weiß, eine Sache vielleicht noch schnell schauen. Hat jemand schon wieder ein Level up? Ihr wollt trainieren? Nein, keiner ein Level up. Schade. So, dann lasst uns mal rausgehen. Da drüben ist ein Turm. Der war, glaube ich, auch vorher. Hat die schon angeschaut? Ja. So, da haben wir einen Turm. Und da drüben im Eisfeld, weil da drüben hat man auch einen Turm. Wenn wir schon hier sind, dann probieren wir gerade mal den Turm aus. Vielleicht ist es ja sogar der richtige. Die Gegenstände, die schaue ich mal wieder zwischen den Folgen an, hätte ich gesagt. Ihr habt den Schlüssel zum Turm. Ihr dürft vorbei. Das ist der Turm der hohen Magie. Jawohl. Und wir kriegen es mit fliegenden Füßen zu tun. Die nichts aushalten. Und da haben wir gleich mal noch ein Teleporterfeld. Da haben wir ein Teleporterfeld. Da haben wir eine Falle. Ja, toll. Elektrotrank. Dauerhaft Elektrizität. Das ist ja cool.
Die Kiste ist leer. Kältetrank. Wie sieht's denn aus? Wo wollen wir denn? 7. Du hast ja relativ wenig Widerstand gegen Elektrizität. Also allgemein relativ wenig. Ich würde. Beziehungsweise du hast sogar 0 gegen. So, dann hast du jetzt wenigstens hier auch ein bisschen auch gegen Kälte. Ja, wir haben hier viele, viele Fallen, wie es aussieht. Und da geht's hoch. Alles klar. Auch wieder leer. Und hier Feuer. Feuer hast du schon. Du bist halt schon Feuer. Du hast schon Feuer, dann kriegst du, glaube ich, auch ein bisschen gegen Feuer. Dass du ein bisschen was mit Feuer auch aushältst. Wer war es? Du warst das, oder? Ja, genau. Unser Waldläufer. So. Dann sieht es schon ein bisschen besser aus hier. Ich sollte mal tatsächlich mit Widerständen ein bisschen pushen. So. Da drüben ist noch irgendwas. Da ist natürlich diese Fallen drin. Was passiert, wenn wir auf so ein Teleporterfeld gehen? Nicht? Eine Kiste der Pandora war das, oder? Ja, gut. Ah. Passiert tatsächlich nichts. Und in der Mitte dürfte auch nichts sein. Naja, gut. Halt mal. Wo ging's hoch? Da ging's hoch. Warte mal. Wieso schweben wir eigentlich nicht mehr? Aktuelle SP. Diese Felder haben die Magie negiert. Ah, verstehe. Ich verstehe, was die gemacht haben. Dass die Karte da oben immer noch geht, ist dann, ja. Das ist dann so eine andere Sache. Ja, genau. Sehr schön. Okay, schlafen wir mal eine Runde. Machen wir wieder einen Tageszauber und da springen wir natürlich jetzt drüber. Und da geht's weiter hoch. So, Sprung. War das schon wieder so eine Kiste der Pandora? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Kiste der Pandora, ja. Da sind tatsächlich nur Gegner drin, aber na gut, was soll's. Gibt ja XP. Von daher können wir das gerne mal machen. War klar. So. Feuertrank. Da hast du 12. 10. Da bist du jetzt mittlerweile sogar schlechter. 14. 17. 20. Ich würde sagen, dann trinkst du den. Du bist am schlechtesten im Feuerwiderstand. Und Elektrotrank. Schauen wir nochmal nach Elektro. 17 ist gar nicht mal. 10 wieder. Da hast du wieder 2. 5. Auch nicht so gut. 7. 20. Dann kriegst du den wieder. Dann bist du nämlich hier wenigstens ein bisschen auf 12. Dich kriegen wir schon noch ein bisschen hoch, denke ich. Noch eine Tour, das dürfte wieder eine Pandora-Tour sein mit sogar mal neue Gegner. Was ist das da? Das ist ein Zauberer. Der muss weg. So. Ist da eigentlich irgendwas? Wir hätten die ganzen Ich dachte, ich schaue nochmal nach. Wir hätten die ganzen Truhen nochmal anschauen können.
So ein Scheiß. Moment, da hat man doch noch einen. Wenn schon, dann denn schon. So. Gift. 7. Du hast 0. Du hast natürlich noch weniger, auch wenig. Gift bist du relativ gut drin. 7. Gift auch 0. Dann, Moment, du warst das mit Gift 0, gell? Ja. Ah, nein! Ich habe mich verklickt. Scheiße. Na gut, was soll's. Kälte. Da warst du auch mit 2. Naja, dann kriegst du jetzt halt Kälte. Dann siehst du jetzt schon viel, viel besser aus. Ah, aber dass ich mich mit Gift da verklickt habe. Oh, nee. So, wir brauchen einen... Wunden heilen ist, glaube ich, nicht verkehrt. Und wir brauchen einen zum... sauber zum Aufwachen. Erwachen. Weil hier müssen wir nämlich wieder rüberspringen. Und ganz... Ah, verdammt. Warum mache ich das so rum? Und ganz ehrlich? Ist aber leer. Wo waren die nächsten Kisten da, wo wir da aufgemacht haben? Ich glaube, die war da hinten, richtig? So. Entweder gehen wir durch und schlafen nochmal. Wisst ihr was? Nein! Was mache ich da? Ich hab's vergessen, dass da ein Dings war. Ah ja. Egal. Wir sollten sowieso nochmal schlafen. Angenehme Träume. Und dann nochmal einen Tageszauber. Und dann sind wir schon so weit, dass wir den nächsten Stockwerk uns anschauen können. Ja, sehr schön. Hier kriegen wir auf jeden Fall unsere Widerstände hoch. Das finde ich doch sehr, sehr schön. Dann sag mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.